Wollen Sie zu Halloween Ihre Lieben mal mit einem gruseligen, aber trotzdem süßen Kuchen überraschen? Wie wäre es mit einem süßen Gruselkuchen, der aussieht wie eine Geistergruft? Was Sie dazu brauchen, ist ein Kastenkuchen. Einfach beim erkalteten Kuchen das obere Drittel abschneiden, beide Teile aushöhlen und einen 1 cm breiten Rand stehen lassen. Die Kuchenreste vom Aushöhlen fein zerbröseln. Für die Füllung die Gelatine nach Anleitung zubereiten und noch warm in die rote Grütze einrühren. Geben Sie die Kuchenbrösel und den Schlagoberst dazu und füllen alles in den unteren, ausgehöhlten Teil des Kuchens, den Sie in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Form geben. Den Deckel draufgeben und für 2 Stunden kalt stellen. Danach kann der Gruselkuchen beliebig verziert werden. Ein ganz besonderer Tipp noch. Versuchen Sie auch die Geisteraugen für Halloween. Einfach die Muffins ganz gruselig verzieren und Sie werden Ihre Freude daran haben.